Thüringen ja ist die Möglichkeit, ein Jahr Pause zu machen. Man kann das in den verschiedenen Bereichen durchführen. Unabhängigkeit, Lernen und selbst mal das erste Geld verdienen. Das ist ein Jahr, wo du dich sozial engagieren kannst, wo du was für andere Leute machst. Es ist auch teilweise eine Orientierung für einen selbst und auch ein Dienst, was man für die Gesellschaft tut. Eine Möglichkeit, nochmal in das Berufsleben reinzukommen, jetzt nicht gleich so extrem. Und es ist auch die Chance, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und seinen eigenen Weg zu finden. Ich fotografiere am meisten Landschaften, keine Tiere oder Menschen. Ich versuche einfach den Blick auf Sachen zu richten, den die Leute so nicht sehen. Ich habe ja die Fachhochschulreife erworben und weil ich mir ein Jahr Zeit zum Studium lassen möchte, war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das ökologische Jahr machen möchte. Viele haben ein bisschen die Nase gerümpft, als ich erzählt habe, dass ich das ökologische Jahr mache. Aber ich finde es sehr wichtig, was für die Natur zu tun. Deswegen ist mir das auch egal. Bei den Gesprächen merke ich, dass viele den Naturschutzbund noch gar nicht kennen. Obwohl wir hier bei den Leuten sind, wir sind ja nicht in einer großen Stadt, wir sind hier in einer Region. Und die wenigsten wissen aber, was wir wirklich machen. Hallo, ich bin Julia Dörfler vom NABU. Und meine Chefin hat von Anfang an gesagt, dass ich hier sehr viel selbstständig arbeiten soll. Und das war für mich auch kein Problem. Und dass ich hier größtenteils alleine bin, hat seine Vor- und seine Nachteile. Also ich kann alleine arbeiten, ich kann aber auch selbst bestimmen, wie ich arbeiten möchte. Manchmal fehlt mir hier an meiner Einsatzstelle ein Gesprächspartner. Wir haben in den nächsten Wochen einen Nussmarkt vorzubereiten. Den muss ich ganz alleine organisieren. Das heißt, ich habe die Nüsse allein gesammelt, muss sie knacken. Und muss den Stand organisieren und muss zusehen, dass die Leute auch zu uns an den Stand kommen. Ich versuche, die Ziele vom Naturschutzbund zu vermitteln. Wir erzählen, was wir Projekte im Weimarer Land haben und hoffen so auch auf Unterstützung. Also gelernt habe ich es nie richtig, aber ich habe es mir immer gewünscht. Aber ja, selbst beigebracht über ein paar Stücke. Und also wenn mich mal was furchtbar nervt, einfach mal ins Klavier setzen und dann mal kräftig in die Tasten hauen und da kann man mal richtig abschalten. Hauptsächlich mache ich das freiwillige Sozialjahr, weil ich in die soziale Richtung gehen möchte. Und das auch als Vorpraktikum gelten kann. Das sind manchmal auch Zulassungsbedingungen für die Studiengänge und ja, auch alleine um Berufserfahrung zu sammeln, mal selbst mich auszutesten, die Grenzen, die Möglichkeiten und ja, auch um selbstständig zu werden. Ich habe wahrscheinlich den kürzesten Arbeitsweg, weil ich auch hier wohne. Die Erfurter Brücke ist ein Jugendhaus der Caritas. Also hier betreiben wir offene Jugendarbeit, das ist auch der Bereich der FSJler. Das heißt, hier können Jugendliche herkommen, sich miteinander treffen und Spiele spielen. Also wir organisieren hier unten einiges, von den Getränken bestellen bis Papierhandtücher bestellen, das Essen organisieren und alles sauber machen und Müll rausgebracht wird und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Also hauptsächlich geht es ja darum, mal abschalten zu können, aber es kommen auch schon
vereinzelt immer Jugendliche und fragen dann mal, wie würdest du reagieren oder wollen einfach nur mal so drüber reden und was sind wir auch dafür da? Und ja, es tut auch gut, dass die Jugendlichen in uns nicht nur eine Person, eine Autoritäts- oder Aufsichtsperson sehen, sondern auch den persönlichen Kontakt suchen. Geht doch ums eine! Ich wollte dieses Jahr zum 1.7. zur Bundeswehr und meine Offizierslaufbahn anfangen. Und dann eine Woche vor dem 1.7. war halt noch das letzte Saisonspiel. Und in den letzten 10 Minuten des letzten Saisonspiels, einer letzten Torsituation quasi, ja, habe ich mir gedacht, gehst du halt mal raus, hältst den Ball. Und er hat sich gedacht, trittst du halt nochmal zu. Ja, und dann war es kaputt und dadurch musste ich meinen Studienplatz bei der Bundeswehr ein Jahr verschieben. Für mich war mein Leben quasi für die nächsten 12 Jahre sicher, finanziell abgesichert und ja, und dann wurde es mir plötzlich weggerissen und ich wusste erstmal nicht, ja, gut, du hattest überhaupt keinen Plan B, was machst du jetzt? Da hatte ich natürlich Glück, dass ich das hier mitbekommen habe und hier dann auch genommen wurde. Wir sind hier in der Thüringer Sportjugend im LSB, im Landessportbund. Ich bin der Verantwortliche für das mobile Team Spielmobil. Ich mache quasi die Organisation. Schreibt die Verträge, schickt die raus, teile die anderen drei zu den Spielmobileinsätzen ein, kümmere mich um das Abrechnen. Ich bin quasi der Organisator vom Team. Dann gibt es noch einen Wochenendalltag, wenn Spielmobiltermin ist. Da geht es halt los, treffen wir uns hier immer 2 Stunden. Bis 3 Stunden, bevor der Spielmobileinsatz losgeht, fahren dann los und bauen da dann meinetwegen Hüpfburg auf, die Rollenrutsche auf und das Kistenstapeln und betreuen dann da die Kinder. Ja, also ich lese gerne, am liebsten Romane und ich habe auch in die Richtung eine Ausbildung gemacht als Buchbinderin. Das habe ich dann auch abgeschlossen und dann mein Abitur nachgeholt, um dann über Studium weiterzumachen. Ich konnte mich noch nicht richtig entscheiden, was ich gerne machen möchte. Und deswegen mache ich das jetzt das Jahr in der Denkmalpflege. Also das ist das, was mich auch noch außer Lesen interessiert. Also ich bin jetzt in der unteren Denkmalschutzbehörde. Die Aufgaben sind eigentlich vielfältig. Also die Stadt Mühlhausen, wo ich jetzt gerade untergebracht bin, da es hat eine Menge von Denkmälern, die man entweder instand halten muss, beziehungsweise pflegen muss, um für die Zukunft es zu erhalten. Damit es auch mehrere Generationen noch mitbekommen können. Also ich mache zurzeit ein Projekt, das geht über die Glocken in Mühlhausen. Angefangen habe ich damit, mich in Büchern darüber zu informieren, welche Glocken überhaupt vorhanden sind. Die habe ich dann zusammengefasst, darüber noch im Archiv oder in der Chronik von der Stadt recherchiert, wann die gegossen worden sind, wann sie aufgehängt worden sind. Und nachdem ich das zusammengefasst habe, habe ich angefangen mit der Fotodokumentation. Da fotografiere ich alle Glocken einzeln, besuche die Glockentürme und nimmt das alles mit auf, was in der Zusammenfassung dann komplett zusammenkommt. Also die Texte und die Fotos.